So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's play Death Stranding. Und boah, wir sind jetzt hier echt fix und foxy. Das haben wir uns aber hier wirklich verdient, dass wir fix und foxy sind. Denn da hinten ist eine Horde von BTs. Und die hätten uns beim letzten Mal fast wieder um einer hier nach unten gezogen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind hier gerade dabei, eine Lieferung hier zum nächsten Knotenpunkt zu bringen. Und ja, das machen wir. Mehr tot als lebendig. Und der Baby ist kaputt, haben wir verstanden. Das finde ich auch sehr gut. Ich hoffe, ich habe eigentlich alle meine Ressourcen. Ich bin mir da jetzt gar nicht mal so sicher. Mir ist wurscht, ich gebe das jetzt einfach ab und dann lege ich mir hin, Mann. Ich habe genug hier. Unser Baby, wie gesagt, ist tot. Läuft also nicht so gut, aber komm hier. Hast den Schmarrn. Liefern. Yo. Habe ich nur noch eine Sache, oder? Keine Ahnung, habe ich den Rest verloren? Ja, komm. Auftrag abschließen. Ich bin ja froh, dass ich noch alles habe, weil mir ist ja irgendwas von meiner Fracht ist ja beim letzten Mal runtergefallen, als ich da von den BTs angegriffen wurde. Ich bin ja froh, dass ich noch alles Wichtige dabei habe. Und unser Baby müssen wir mal waschen, das sieht nicht so gut aus. Am Wegposten hat man mir alles über dich erzählt. Sam Bridges von der zweiten Expedition, richtig? Der Mann, der alleine das chirale Netzwerk erweitert, wenn er nicht gerade ausliefert. Also was für dich zu uns? Mal sehen. Der absolute Wahnsinn, danke. Du musstest auch durch GW-Gebiet, um hierhin zu gelangen, oder? Sie haben nicht übertrieben, als sie meinten, du wärst eine Legende. I'm Legend, Baby, so. Ja, komm. Für diese doofen Medaillen. Anzahl der liefernden Gegenstände, ja, ich habe keine 6 Stück, oder? Was? Ich habe alle 6 Stück? Na, können wir mir gar nicht vorstellen. Na gut, finde ich schön. Verbindungsstufe 2 gleich mal. Ein Bote für alle. Zuckerstufe 3, Mann. So, zack. Sehr schön. Mal ein Titel fähiger Frachthelfer verliehen. Steh weiter nach Anerkennung. Du hast Lieferklasse 10. Du kannst jetzt mehr Fracht haben. Das ist ein neues Upgrade. Okay, neuer Strang gekämpft. Schau dir an, wir haben ja schon halb Amerika hier geschafft. Haha. Sam, wie immer, vielen Dank, dass du mehr Leute in die UCA holst. Super schön. Ihre Einrichtung sich der UCA anschließen, desto mehr zusätzliche Funktionen kann Ihnen Bridges auch heute zur Verfügung stellen. Beispielsweise die Möglichkeit, am Lieferterminal Ausrüstung Waffen herzustellen. Im Laufe der Zeit kann sich die Auswahl verfügbarer Waffen und Ausrüstung erhöhen. Außerdem können die Terminals und neue Funktionen und Informationen ergänzt werden. Mühl und Ding, ja, komm. Warte mal. Kann ich da? Okay, ich kann nicht und so. Dieser Bereich ist mit Karajat. Ja, gut. Das ist schön. Anscheinend sind wir im Chiralnetzwerk. Und mit dem mitgebrachten Material für unseren Chiralen-Drucker können wir hier Vorräte herstellen, wenn du welche brauchst. So können wir uns bei dir revanchieren. Begib dich jetzt nach Westen und mach weiter dein Ding. Gut, das Verteilerzentrum ist im Netzwerk. Sam, tu mir einen Gefallen. Bring dein EB in einen privaten Raum und verbinde es mit dem Inkubator. Weil mein Baby ist leider putt gemacht. So. So, 125 Kilo. Alter, 5 Kilo, Mann. Echt mehr. Ich dachte, das sind schon ein bisschen mehr. So, gemeint hat kein privater Spind, darf man natürlich nicht. Ausrüstung herstellen. Keine Schnittstelle für hier. Hä? Der hat doch gerade gesagt, wir können das, aber okay, ist wurscht. Ja, wir müssen sie erstmal ausrüsten. Diese Scheiß wie dies, Mann, die kotzen hier an, Mann. Ich brauche das nie wieder, Mann, diese unsichtbaren Dinger, Mann. Schlimmer ist, das wollte ich jetzt eigentlich schauen auf der Map, ob ich die sehe, wo die sind. Batman, bist du da? Ich brauche Hilfe. Okay, Sam.
Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Ist dran. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in Capital Not City. Hirntod natürlich. Du meinst Todmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Todmutter verbindet die Welt der Toten mit dem BB. Und du wiederum verbindest dich mit einem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Todmutter zu simulieren. BBs müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig, weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen, durch die Synchronisierung mit einer Todmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Todmutter in Capital Not City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend. Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich. Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxämie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Und vergiss nicht, die BBs sind nur Ausrüstung. Versuche, keine Bindung aufzubauen. Jedes wurde der Gebärmutter seiner Todmutter entnommen. Das macht sie absolut unberechenbar und anfällig für Fehler. Kein bekanntes BB war länger als ein Jahr in Betrieb. Vielleicht erlebt es das Ende dieser Unternehmung nicht mehr. Und dann? Das heißt, man kann mein BB nicht mehr retten. Du musst verstehen, dass es vieles gibt, das wir über BBs nicht wissen. Vielleicht liefern uns ja mit der Zeit das chirale Netzwerk und weitere alte Daten die Antwort. Oh ja, ich sollte doch untersuchen, warum die GDs auf dein Blut reagieren. Ich habe mit Hartmann geredet. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei, ruh dich aus. Du und dein BB, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht, weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen. Niemand bekommt mehr Kinder.
Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm, Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GDs. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Auf dich warten. Komm und finde mich. Hallo, Sam. Hier ist Hartman. Da du wach bist, könntest du dich wohl etwas frisch machen. Wie wäre es denn mit einer Dusche? Duschen ist gut für Körper und Seele und auch für meine Forschung. Sam, hier ist Hartman. Deadman hat eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers, um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle bei Bridges. Mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein wenig optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten. Ausscheidungen. Chiralium. Ausgabe. Da, nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie an einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. Wer weiß, vielleicht verschafft es dir einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich fragte, was dann? Sam, tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Ich habe nicht reingeschaut. Aber die meisten sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei. Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Knot City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein.
Vielleicht, wenn wir mal Zeit haben. So. George Beaton. Wie passen wir dich, Kapitän? Sam, unser Mann, unser Retter. Es geht wieder bergauf. Hier am Wegposten. Irgendwie fühlt sich alles besser an. Als wir uns hier niederließen, waren wir voller Eifer, aber 3 Jahre Isolation und Einsamkeiten, dabei war es ja echt nicht so weit weg, hinterlassen bei jedem Spuren. Verdammt, als wir hier ankamen, stellten wir sogar Schilder für Boten auf. Dass nach einer Weile setzten manche Leute noch nicht mal mehr Fuß nach draußen, weil sie zu viel Angst hatten. Als Central in die Luft flog, dachte ich, das sei es gewesen. Amerika sei geliefert, alle dachten das. Und die Stimmung war einfach trostlos. Und dann kamst du angetanzt. Ich weiß, dass du denkst, anfangs hielt ich es ebenfalls für eine Nebenwirkung des Oxytocins. Aber das ist es nicht. Zumindest nicht nur. Als du uns mit dem chiralen Netzwerk verbunden hast, gab es uns heute einen Hoffnungsschimmer, den wir brauchen. Jetzt mischen wir wieder mit. Wir haben sogar darüber nachgedacht, wieder Schilder aufzustellen und Wachtürme. Schon bald werden wir neue Lieferrouten ermöglichen, glaub mir. Draußen ist es aber immer noch beängstigend. Auch in den Bergen von Oxy helfen uns nicht gegen Mule und von GDs ganz zu schweigen. Wenn wir uns sehen, machen wir uns vor Angst in die Hose und lassen unsere halbe Ausrüstung fallen. Ehrlich gesagt habe ich immer noch ein bisschen Sorge, dass wir es nicht schaffen. Und darum brauchen wir dich, Sam. Du hast für nichts Angst. Also zeig uns, wie man das richtig macht. So, Entschuldigung, Sam. Schlechte Nachricht. Vielen Dank für die Lieferung. Es ist seltene Metalle, Sam. Alle im Verteilerzentrum wissen das zu schätzen, dass du für uns einsetzt. Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Das Motorrad, das du draußen gesehen hast, die Batterie ist leer. Es braucht etwas Saft, bevor du es benutzen kannst. Einmal müsste aber reichen. Danach sollte die automatische Auflagerung anspringen. Tut mir leid, falls ich die falsche Hoffnung gemacht habe. Das bist du so fies, Mann. Leider habe ich noch mehr schlechte Nachrichten für dich. Die verschiedenen Einrichtungen müssen zusammenarbeiten und Material miteinander teilen, damit alle bekommen, was sie brauchen. Und auch alles miteinander teilen, verwendet werden kann, was produziert wird. Deshalb sind Leute wie du so wichtig. Ohne Boten bricht das ganze System zusammen oder eher die ganze Welt. Jedenfalls gibt es beim Wegposten diesen Typen namens Todd Payton. Er war mal ein verlässlicher Bote, aber in letzter Zeit ist eine Qual, ihn auch nur die einfachsten Lieferungen zu bewegen. Immer beschwert er sich, er hatte zu viel Angst, zu wenig Oxy oder sonst was. Immer hat er eine Ausrede und selbst wenn er einen Auftrag annimmt, verliert er unterwegs mal die Hälfte der Fracht. Tja, deshalb haben wir in dem Moment ein paar Materialengpässe. Ich bin sicher, dass uns hilft, wenn auf diese mehr als super waren. Und ich habe immer noch keine Aufträge? Okay. Ja, Daten, schön. Ich will keine Daten, ich will Hilfe. Neue Waffen, neue Ausrüstung. Immer kriege ich Likes. Das ist aber schön. Sam, das Verteilerzentrum hat einen Notruf abgesetzt. Sieh dir am Terminal den Auftrag an, sobald du bereit bist. Hä? Und wo jetzt bitte? Habe ich da zu schnell hingedrückt oder wie? Oder warte mal, muss ich da die... Na, ich habe ja bis jetzt nur die 3. Aufträge, E-Mails, Daten, aber da ist ja nichts Neues. Ja, gut dann. Geh mal wieder raus, oder? Bringt der eh nichts, Mann. Irgendwann müssen wir ja wieder weitermachen. Kann sich gewöhnen. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Das tun wir. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Sam, nur aus Interesse. Wie geht es ihm im Moment? Bevor ich antworte. Stimmt was nicht? Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft.
Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Ah, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des Bibis für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden, mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein Bibi wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker, ist das wichtig? Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber es gibt kaum noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Dad, mein Ehrenwort. Sam, zieh dir auf dem Lieferterminal die Auftrags. Als du dich ausgeruht hast, habe ich das Netzwerk überprüft. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen normal. Leider ist unser Drucker offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen es geklaut haben. Vielleicht haben sie den Boten abgefangen. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Genau in der Mitte ihres Territoriums. Du willst uns nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Sam, im Gebiet um dieses Verteilerzentrum ist eine erhebliche Menge chiraler Kristalle entstanden. Tatsächlich stammt daher das in den Schaltkreisen deines Cupids verwendete Chiralium. Sie sind vielfältig nutzbar, auch zum Herstellen von Auf... Mama hat den Plan für einen Wachturm in deinen TCK geladen. Hast du keinen dabei, solltest du einen herstellen. Man weiß nie, wann man ein Gebiet ausspähen muss. Okay, auf Rücken tragen. Auf Rücken tragen. Tragen wir alles am Rücken. Was haben wir denn hier? Kletterverstärkung TCK. Jetzt habe ich... Warte, die CCK, das sind doch die Dinger, die. Die will ich ja gar nicht. Mein Leiter, ich weiß gar nicht, wo der immer seine Sachen hier befestigt. Nee, von den CCK, die würde ich ganz gerne in Spind reintun, genau. Weil einer lang von denen. Ich muss ja mich nicht immer hier vollballen. Ja, komm, wird schon passen. Ja, eigentlich mich nicht. Ich will eigentlich was herstellen, aber das geht nicht. Ja, gut. Brech mal auf. Müssen wir eh woanders machen. Dieses Gerät, das du da hast, ist ein Kristallsammler. Wie der Name nahelegt, kannst du gesammelte Kristalle darin sicher aufbewahren. Lass mich beschreiben, wonach du suchst. Chirale Kristalle wirken auf das bloße Auge golden und haben oft Formen, die an menschliche Hände erinnern. Steine und Geröll in ihrer Nähe schweben meist ein paar Zentimeter über dem Boden. Und am häufigsten findet man sie in Gebieten mit viel Niederschlag. Alles verstanden? Regen, schwebende Steine, goldene Hände, das ist deine Trinitas. Suche nach diesen drei Dingen und du findest die Kristalle. Wenn du besonders aufmerksam warst, weißt du vielleicht schon, wo du suchen kannst.
Ja, dort, wo die BDs sind. Sehr schön. Okay, jetzt will ich aber hier noch Ausrüstung herstellen. Ach, ich kann jetzt hier keine Ausrüstung herstellen. Das heißt, ich... stimmt, der geht ja nicht. Ja, super. Ist jetzt schön mit dem Wachdruck, aber bringt mir im Endeffekt auch nichts. Also. Ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Down. Schöne Schilder. Ich will das Bike haben. Ich will doch nur das Bike haben, das würde mir doch lang. Da hinten wird es viele von den Kristallen geben, das ist mir auch bewusst. Aber das bringt mir leider nicht allzu viel. Also, sammeln von südwestlich. Da ist das OCA. Da sind halt viele Kristalle, aber wir wissen, was da ist. So, warte mal. Beachte mich nicht, genau, beachte mich nicht. So, also. Online-Schild, glücklich, ja, da ist. Nur da ist man eben nicht glücklich. Rosine, sehr schön. Das sind die ganzen. Da bin ich nicht der Einzige, der seine Fracht hier verloren hat. Aber sehe ich. Ich sehe nicht, was. Dass da jetzt BDs sind. Das sehe ich erst auch nicht. Also sehe ich jetzt erst, wenn ich jetzt da hingehe und mir gesagt wird, hey, hier sind wieder welche. Willst du ein größeres Gebiet absuchen, kannst du auch einen Wachturm bauen und dich auf seine Sensoren verlassen. Da ist meine Ladung übrigens. Also, Zeitring. Ihr wisst, was das bedeutet. Aber ich nehme jetzt auch nochmal einen. Dann gehe ich schon wieder weg. Langt es? So, da hinten ist meine schöne Lieferung. Ich weiß doch, wo der Zeitregen ist. Der Zeitregen ist, wo die BDs sind. Das muss das Spiel mir eigentlich gar nicht sagen. So, und wieder raus. Ganz entspannt und relax, man. So macht man Missionen, Ladies and Gentlemen, man. So, das war jetzt akzeptabel. Das ist doch auch einer, gell? Wurde mir gar nicht angezeigt. Verschwind! Ich war gerade eben hier, da war kein Zeitregen hier in der Nähe. Der weitet sich immer weiter aus, Mann. Lass mich in das sichere Gebiet, genau. Sam, die Lieferung viraler Kristalle läuft etwas anders ab. Die Prozedur ist aber ziemlich einfach. Wähle am Lieferterminal Recycle, um alle chiralen Kristalle abzuladen, die du dabei hast. Okay, Leute, wir recyceln die gleich, aber davor machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und dann geht's beim nächsten Mal weiter hier. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.